das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA erregt ein Polizeifoto von Ex-Präsident Trump Aufsehen. Er musste sich in einem Bezirksgefängnis in Atlanta ablichten lassen, wo Trump wegen Wahlbetrugs angeklagt ist. Bei den bisherigen drei Anklagen gegen ihn hatten die Behörden darauf verzichtet. Solche Fotos gab es zwar schon von Prominenten wie O.J. Simpson oder Tiger Woods, aber noch nicht von einem ehemaligen Präsidenten. Anschließend kam Trump gegen eine Kaution frei und nutzte das Foto für Wahlwerbung. Trump fliegt im Privatjet ein. Live übertragen auf allen Kanälen zur besten amerikanischen Sendezeit. Er muss sich im Gefängnis stellen und inszeniert das Ganze wie einen Wahlkampftermin. Rund 20 Minuten steht Trump im Bezirksgefängnis in Atlanta unter Arrest, muss Fingerabdrücke abgeben und es wird auch, anders als bei den vorangegangenen Anklagen, ein offizielles Polizeifoto geschossen. Das nutzt Trump umgehend für seine Zwecke, kehrt damit nach 2,5 Jahren zu Twitter zurück, das jetzt X heißt. Und im offiziellen Trump-Fanshop kann man nun Produkte kaufen mit dem Polizeifoto und der Botschaft Never surrender, ergib dich nie. Denn aus Trumps Sicht ist auch diese Anklage politisch motiviert. Wir haben überhaupt nichts Falsches getan und wir haben jedes Recht, eine Wahl anzufechten, die wir für unehrlich halten. Trump und 18 Mitangeklagten wird vorgeworfen, nach der Präsidentschaftswahl 2020 versucht zu haben, den Ausgang der Wahl in Georgia unrechtmäßig zu beeinflussen, um Trump an der Macht zu halten. Gegen eine Kaution von $200.000 konnte Trump das Gefängnis und die Stadt am Abend wieder verlassen. Anfang September soll er nach Georgia zurückkehren zur Verlesung der Anklageschrift. Bei den republikanischen Anhängern steigern die 4 Prozesse Trumps Popularität nur weiter. Mit 58% ist er in Umfragen die klare Nummer 1 im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei. Doch bei den landesweiten Wahlen, da müsste er auch Wähler in der Mitte überzeugen. Und auf die könnten die Prozesse und ein solches Polizeifoto durchaus abschreckend wirken. Die USA wollen ukrainische Piloten ab Oktober an F-16-Kampfjets ausbilden. Das teilte ein Sprecher des Pentagon heute mit. Zuvor sollen die Piloten Englischunterricht erhalten. Ob die USA der Ukraine eigene Kampfjets liefern wird, prüft die Regierung von Präsident Biden noch. Bislang planen Dänemark, die Niederlande und Norwegen F-16 zu liefern. Russland hat jede Verstrickung in den mutmaßlichen Absturz von Söldnerchef Prigozhin abgestritten. Spekulationen darüber nannte Kreml-Sprecher Peskow Lügen. Nach Angaben der Ermittler wurde der Flugschreiber der Maschine gefunden. Präsident Putin ordnete inzwischen per Dekret an, dass alle Mitglieder paramilitärischer Gruppen Russland Treue und Loyalität schwören müssen. Das soll offenbar einen Aufstand verhindern, wie ihn Prigozhin vor 2 Monaten angeführt hatte. Ein neues EU-Gesetz verpflichtet seit heute soziale Netzwerke und Suchmaschinen dazu, härter gegen illegale Inhalte auf ihren Seiten vorzugehen. Dazu gehören etwa Falschmeldungen oder Hassrede. Der sogenannte Digital Services Act sieht auch vor, die Algorithmen der Plattformen für Nutzer transparenter zu machen. Die Regelung gilt zunächst ausschließlich für sehr große Anbieter wie Google, Facebook oder TikTok. Jedes Mal, wenn wir in sozialen Netzwerken unterwegs sind, bestimmen Algorithmen, was wir zu sehen bekommen. Das sind komplexe Programme, die unser Verhalten und unsere Daten analysieren und uns dann Beiträge und Werbung anzeigen, die möglichst passend sind. Wie genau das passiert, ist für Nutzer bislang oft undurchschaubar. Von heute an gelten für die großen Online-Dienste strengere Regeln. Als groß gelten Anbieter, die europaweit mindestens 45 Millionen Nutzer pro Monat haben. Diese Plattformen spielen eine sehr, sehr große Rolle in unserem täglichen Leben. Und meine Leute und ich werden jetzt streng, sehr streng überprüfen, ob sich die Anbieter auch an das neue Gesetz halten. Betroffen sind neben den großen Suchmaschinen auch Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und Amazon. Aber auch der deutsche Online-Händler Zalando. Sie alle müssen künftig die Funktionsweise der Algorithmen offenlegen. Die Algorithmen müssen sich von den Nutzern deaktivieren lassen und die Nutzung sensibler Daten für personalisierte Werbung ist verboten, zum Beispiel die politische Einstellung. Und Hassrede und Falschinformationen müssen unverzüglich gelöscht werden.
Bürgerrechtler begrüßen das Gesetz. Trotz der Maßnahmen lasse sich politische Desinformation aber nur schwer verhindern. Das Thema der Desinformation ist ein riesengroßes Regulierungsproblem, sagen wir. Denn der Staat kann nicht vorschreiben, was die wahre und die falsche Information ist. Und gleichzeitig wissen wir, dass es Desinformationskampagnen gibt, die Wahlen beeinflussen können. Bei Verstößen gegen das neue Gesetz drohen den Unternehmen Milliardenstrafen. Bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes sind möglich. Als letztes Mittel könnten die Dienste in Europa sogar gesperrt werden. Die deutsche Wirtschaft hat sich entgegen den Erwartungen im zweiten Quartal nicht erholt. Das Statistische Bundesamt bestätigte ein Nullwachstum, also ein gleichbleibendes Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu Jahresbeginn. Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht Handlungsbedarf. Es brauche Investitionen, die beispielsweise mit weniger Bürokratie leichter würden könnten. Die Konjunkturflaute wirkt sich auch auf den Staatshaushalt aus. Nach vorläufigen Daten hat der Bund im ersten Halbjahr 42,1 Milliarden mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Die deutsche Wirtschaft, sie tritt auf der Stelle. Der erhoffte Frühjahrsaufschwung, er ist ausgeblieben. Trotzdem hat sich die Lage im Vergleich zu den beiden Quartalen zuvor stabilisiert. Die Gründe für die Stagnation der deutschen Wirtschaft sind, dass die privaten Konsumausgaben nicht weiter gesunken sind, sondern sich stabilisiert haben und nicht wie in den Vorquartalen zurückgegangen sind. Dann sind Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen haben leicht zugenommen und die Exporte sind gesunken. Bei den Ausfuhren steht im Vergleich zum Vorquartal ein Minus von 1,1%. Bedingt durch hohe Ausgaben, wie beispielsweise für die Energiepreisbremse, lag das Staatsdefizit im ersten Halbjahr bei 42,1 Milliarden Euro. Wir sind in einer Zeit mit hohen Inflationsraten und dazu hat natürlich auch unter anderem die starke Unterstützung durch den Staat schon in der Corona-Krise und jetzt nochmal in der Energiekrise beigetragen. Und diese Politik kann nicht auf Dauer weitergehen. Diese Art von Unterstützung muss zurückgefahren werden. Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Titelte kürzlich die britische Zeitschrift The Economist. Nein, sagt DIW-Präsident Fratscher. Die deutschen Unternehmen stehen heute im globalen Wettbewerb gut da. Aber Deutschland könnte wieder der kranke Mann Europas über die nächsten 5 Jahre werden, wenn die Unternehmen, wenn die Wirtschaft die Stärken, die sie hat, nicht klug nutzt, um die ökologische, die digitale Transformation voranzubringen, also innovativ zu sein. Die staatliche Förderbank KfW erwartet ab Herbst eine konjunkturelle Erholung. Die Oberflächentemperatur der Weltmeere hat einen neuen Höchstwert erreicht. Im globalen Durchschnitt liegt sie seit knapp 2 Wochen bei 21,1 Grad. Das geht aus Daten der US-Plattform Climate Reanalyzer hervor. Demnach handelt es sich um die höchste gemessene Temperatur seit Aufzeichnungsbeginn vor rund 40 Jahren. Die Folgen für die Ökosysteme sind noch nicht absehbar. Als Hauptgrund für den Anstieg gelten die menschengemachten Treibhausgase. Vor dem Panama-Kanal stauen sich immer mehr Schiffe, weil die Zahl der Passagen weiter begrenzt wird. Grund ist die anhaltende Dürre in Mittelamerika. Der Kanal zählt zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Nach Angaben der Betreiber ist mindestens 10 weitere Monate mit Einschränkungen zu rechnen. Reedereien warnen vor steigenden Preisen, da Verspätungen und zusätzliche Gebühren die Transportkosten erhöhten. Der mehr als 80 Kilometer lange Kanal verbindet den Atlantik mit dem Pazifik. Der Chef des spanischen Fußballverbands Rubiales will nicht von seinem Amt zurücktreten. Das teilte er heute bei einer außerordentlichen Generalversammlung mit. Rubiales steht schwer in der Kritik, weil er bei der Siegerehrung der Fußballweltmeisterschaft eine Spielerin gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hatte. Das Team der Nationalspielerinnen kündigte soeben an, nicht mehr für Länderspiele aufzulaufen, solange Rubiales im Amt ist. Als sich Funktionäre am Morgen in der Zentrale des spanischen Fußballverbandes treffen, rechnen alle mit dem Rücktritt des Präsidenten. Aber ich werde nicht zurücktreten, sagt Luis Rubiales. Er entschuldigt obszöne Gesten auf der Ehrentribüne und sagt, der Kuss auf den Mund einer Spielerin nach dem Titelgewinn der spanischen Fußballfrauen sei einvernehmlich gewesen. Es gibt einen falschen Feminismus, der nicht nach Gerechtigkeit sucht und nicht nach der Wahrheit. Ein Angriff auf die amtierende Regierung Sanchez, die mehrheitlich aus Ministerinnen besteht.
Aus der Regierung heißt es heute, dieses Machotum würden sie nicht länger tolerieren, wie von Sportlerinnen gefordert. Fußball wird in Spanien mit größtem Interesse verfolgt. Es ist die Sportart, die alle mitreißt. Das muss Konsequenzen haben. Die Regierung hat am frühen Abend ein Sportgericht eingeschaltet. Ich kann verkünden, dass wir Herrn Rubiales von seinen Aufgaben als Präsident des Fußballverbandes entbinden werden. Folgt das Gericht dem Sportrat, kann Rubiales bereits in der kommenden Woche suspendiert werden. Längst ist dieser Fall politisch. Die Regierung Sanchez hat einige Gesetze zur Gleichberechtigung erlassen. Nun stellen Männer diese offen in Frage. Es geht hier um keinen Kuss, vielmehr um einen Kulturkampf. In Düsseldorf öffnet morgen der Caravan-Salon für das Publikum. Die weltweit größte Messe rund um Reisen mit Wohnwagen oder Wohnmobil. Während der Corona-Pandemie hatten viele Deutsche den Urlaub im eigenen Land für sich entdeckt und für einen Boom in der Branche gesorgt. Dort hofft man auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wer Camping wirklich liebt, der kommt auch mit dem Camper zum Caravan-Salon. So wie Anka und Daniel, die einen Linienbus umgebaut haben, oder das Ehepaar Pfister aus Nürnberg, das auf der Messe arbeitet. Camping ist für sie ein Lebensgefühl. Es ist nicht wie im Hotel, du gehst in dein Zimmer, du kommst hier an, du packst deine Sachen aus und meinst, du bist wie zu Hause. Es ist echt, es ist hier toll. Nur wenige Minuten entfernt zeigen 700 Aussteller die neuesten Modelle und Trends. Die Branche blickt zuversichtlich in die Zukunft. Nach einer Flaute im vergangenen Jahr gehen die Absatzzahlen wieder nach oben. Vor allem ausgebaute Kastenwagen sind gefragt. Bei vielen Modellen gibt es aber immer noch Lieferschwierigkeiten und damit Wartezeiten bis zu einem Jahr. Wer es schneller haben möchte, kann einen Workshop zum Thema Selbstausbau besuchen. Der Trend gehe wieder zum Selbermachen, sagt Fachjournalist Martin Kreplin. Er empfiehlt aber, erst einmal zu mieten, bevor man den Schraubenzieher in die Hand nimmt. Also jeder, der noch nicht gecampt hat, sollte einfach erstmal losfahren mit verschiedenen Fahrzeugen, um die Bedürfnisse kennenzulernen. Reicht mir ein kleiner Kastenwagen oder brauche ich ein Badezimmer, um dann nicht an seinen eigenen Bedürfnissen vorbeizubauen und das Auto direkt wieder zu verkaufen? Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den die meisten Leute machen. Oder man fragt mal nebenan auf dem Campingplatz. Dort sitzen die erfahrenen Camper. Bei der Basketball-WM in Asien hat das deutsche Team sein Auftaktspiel klar gewonnen. Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder schlug Co-Gastgeber Japan in Okinawa mit 81-63. Anders als 2010 und 2019 gelang der DBB-Auswahl damit ein gelungener Turnierstart. Kapitän Dennis Schröder und das deutsche Team wollen bei dieser Weltmeisterschaft unbedingt eine Medaille. Die deutsche Nationalmannschaft gilt als die stärkste und talentierteste, die es je gab. Der erst 21-jährige Franz Wagner zum 10-5 Mitte des ersten Viertels. Japan, trotz heimischer Kulisse, eher Außenseiter. NBA-Profi Yuta Watanabe ist der bekannteste. Bei Dreier verkürzt er auf 10-8. Doch dann zeigt die deutsche Mannschaft eine beeindruckende Leistung. Die Wagner-Brüder Franz und Moritz finden schnell ihren Rhythmus. Deutschland zieht davon. Dennis Schröder setzt seine Mitspieler spektakulär in Szene, wie hier Daniel Theiss. Zur Pause führt Deutschland 53-31. Das entlockt Bundestrainer Gordon Herbert sogar ein rares Lächeln. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Deutschland dank Moritz Wagner dominant. Der NBA-Profi von den Orlando Magic wird mit 25 Punkten Topscorer des Spiels. Deutschland gewinnt mit 81-63 gegen überforderte Japaner. Nächster Gegner ist am Sonntag Australien. Ein Unwetter ist gestern Abend über den Süden Deutschlands gezogen. Im baden-württembergischen Hechingen wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. Für Verwüstungen sorgten Orkanböen auch auf diesem Campingplatz am Bodensee. Mehrere Bäume stürzten dort um, 6 Menschen wurden verletzt. Die Polizei räumte den Platz in der Nacht. Im Raum Freiburg rückte die Feuerwehr zu hunderten Einsätzen aus. Dort liefen Tiefgaragen und Keller voll. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. August. Die Kaltfront eines Tiefs über Dänemark überquert uns heute Nacht und es muss wieder mit Unwettern gerechnet werden. Erst liegt der Schwerpunkt im Norden, verlagert sich im Laufe der Nacht Richtung Osten und Süden. Morgen Vormittag ziehen die Gewitter erstmal ab, dann gibt's teils Wolken, teils Sonne, im Westen und Nordwesten später einzelne Schauer, an der Nordsee auch Gewitter. Am Nachmittag im Süden neue, teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Vor allem im Süden Bayerns sind extreme Regenmengen möglich. Im Osten heute Nacht teilweise tropisch warm, in der Eifel nur um 10 Grad. Dort sowie an der Nordsee morgen unter 20 Grad, im Osten und Südosten noch sommerliche Werte.
Am Sonntag wechselhaft im Süden und Südosten ergiebiger Dauerregen, der zunächst an kleineren und mittleren, in der neuen Woche dann auch an größeren Flüssen für Hochwasser sorgen dürfte. Um 21.45 Uhr hat Karin Mioska die Tagesthemen für Sie. Sie spricht mit einer amerikanischen Philosophin über die Frage, warum Trump trotz der Verfahren gegen ihn bei seinen Anhängern immer populärer wird. Und wir sind mittendrin in einem Museum für ein ganz besonderes Kulturgut, die Thüringer Bratwurst. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.